Arsch auf. Du bist komplett dumm, wie kann man so dumm sein? Was? Jetzt hör mir auch mal zu. Wir hassen uns. Gibt's jetzt einen neuen Trash-Teufel? Ja, tschüss, brich ab, du Arschloch. Bricht er ab und nimmt sich und ihr die Sendezeit? Zwei dumme Menschen haben sich gefunden! Soll ich das so machen? In welcher Stadt steht die Freiheitsstatue? Paris. Das prominent getrennte Haus entwickelt sich immer mehr zum Psycho-Sommerhaus in Südpaprika. Deswegen fasse ich euch mal Folge 3 zusammen, die am Dienstag auf RTL ausgestrahlt wird. Ja, gut, die Energie raus. Plus dann gefasst. Nee. Doch. Oh ja, ist okay. Sind wir gerade mit der Müdigkeit. Und außerdem mit der gefühlten Kühle der Ex-Mitschläferin. Keinen guten Morgen bekommen. Das ist ja eine Straftat. Doch, hier hab ich doch. Ja, hier. Ihr Lieben bekommt von mir natürlich immer einen guten Morgen. Buongiorno und willkommen in South Africa. Freu dich mal. Wie kann man so sein wie du? Und sie lässt einfach nicht ab von ihrer morgendlichen Manöverkritik. Schlimmer als ein kalter Kaffee am Morgen. Du hast aber auch immer schlechte Laune morgens. Ja, komisch, aber immer nur, wenn ich neben dir aufwache. Ja, ja. Dann lass es doch mal. Kritisiert sie zu Recht an ihm rum? Leben und leben lassen, dann lass, ja. Boah. Nix, das ist einfach nur dumme Sprüche kloppen, auch morgens hier nach dem Aufstehen. Ja, sie zoffen wie ein altes Ehepaar in gewohnter Routine. Dabei sind sie doch angeblich getrennt. Nee, Maike. Komm. Nee. Wir reisen jetzt zusammen. Nee, ich reise dich gar nicht zusammen. Es geht einfach nicht mehr. Ja, ein Küsschen unter Ex-Paaren. Oder zwei. Oder drei. Ist ja auch so ganz normal. Nicht. Ich bin so traurig, ey. Sieht echt viel zu gut aus für den Scheiß hier. Hä, traurig? Traurig und die Spiele haben noch nicht mal angefangen. Aber jetzt. Luft. Ich hasse Laufen. Sowohl sportlich wie auch geistig auf dem Niveau von Nadels Gesang. Feuertisch. Nein. Ne? Sicher gibt's einen Feuertisch. Feuertisch. Yes. Teuer. Fischeuter. Früchteeis. Deren Dummheit ist grenzenlos und für uns unterhaltsam. Was? Du machst Scheiße! Nein! Du bist so dumm! Wie kann man so dumm sein? Was willst du, was für dumm? Nein, ja, ich sag doch, dass wir beide dumm sind! Na, zumindest bemerkt sie ihre Dummheit und die Dummheit ihres Ex. Das muss ja bei dem im Bett richtig abgegangen sein. Man sagt doch dumm, Punkt, 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 gut. Wie soll das denn gehen? Ich check es nicht! Schief! Check das nicht! Check das hier nicht! So dumme Menschen! Zwei dumme Menschen haben sich gefunden! Soll ich das so machen? Du musst. Und dann noch dieses Temperament. Wenn die beiden fertig waren, haben sich bestimmt die Nachbarn nebenan die Zigarette danach angezündet. Tut mir leid. Nee, es ist alles ich gut. Ich weiß auch nicht, warum ich schon so gereizt bin. Nee, es ist alles gut. Es hat auch gar nichts mit, jetzt mit dem Spiel zu tun, Maike. Ja, die Botox-durchzogene Diva kommt einfach nicht runter von seinem Wutbaum. Boah, das macht mich wirklich wütend, weil es dann so aussieht, als wäre ich hier der. Aber das ist halt immer so. Der ist psychisch genauso die Kellertreppe als Kind runtergefallen wie Psycho-Mike. Hast schön gesagt. Ich kann heulen. In meinen Augen hat Markus einfach ein Aufmerksamkeitsproblem. Hier ist der direkte Vergleich. Ich brauche gerade für mich. Ich weiß aber, dass das, was ich genau nicht mag. Ich brauche gerade für mich. Da kann man sich doch einfach mal 2 Minuten ganz normal kuscheln. Kuscheln, nur kuscheln, gemütlich und warm. Vielleicht ist doch eher die Tatsache, dass wir einfach zu wenig Zeit miteinander verbringen und nicht kuscheln können und so weiter und so fort. Kuscheln? Er will mich einfach 24/7 nur für sich ganz allein. Ihr seid Ex und diese Kontrollsucht ist uns Trashies doch wohl bekannt. Nein, du militierst jetzt nicht auf ein Scheißhaus. Du hast einfach ein Aufmerksamkeitsproblem. Das war ein ganz großes Problem. Du hast doch hier das Problem. Ihr habt beide ein Problem. Das Problem ist der jeweils andere. Oh, du bist so ne, ekelhaft. Bleib hier. Von Arsch auf. Nee, du bist komplett Ja, ob im Sommerhaus oder in Südpaprika. Ob scheinbar getrennt oder nicht. Verpiss dich. Ja, tschüss. Brich ab, du Arschloch. Verpiss dich, brich ab ruhig. Manche Menschen sind in Verbindung einfach
toxisch. Ich lasse es nicht mal sagen. Ich muss erst runterkommen, du provozierst mich wieder hardcore. Maike. Nee. Ich hab dir packen geholfen. Danke. Um hier zu bestehen, sollte Mann und Frau aber schlau und schnell sein. Aber vor allem schlau. Okay. Ja, nun sitzt wohl alles. Also auf, rette die Kohle. Fuck. Ich hoffe mal, im Bett hat er mehr Ausdauer. Feuertisch. Ex. Streiten. Muss mit Feucht. Ficken. Was soll ich? Du hast doch Abitur, wie der Kack heißt. Ich hab Hauptschule. Warum hören sich die gestörten Lebensläufe dieser TV-Hopper oft so ähnlich an? Ich war ja Hauptschule gewesen. Ich habe ja schwierig gehabt in der Schule. Ich war sehr ein Problemkind. Und alle Problemkinder sind jetzt Influencer. Gibt es eine Feiersucht? Eifersucht. Ihr habt's. Eifersucht. Okay, gut. Respekt. Du lass mich doch auch mal ein. Ja, dann sag mir's. Hör mir doch mal bitte ich hör dir zu, Mann. Jetzt hör mir doch mal zu. Was ist denn mit der schiefgelaufen? Ja, und ich würde dir gerne eins auf den Kopf kloppen. Schief. Entweder am Schluss anfangen oder am Ende. Egal. Stimmt. Schluss und Ende sind das Gleiche. Versucht Jenny jetzt auch das Dummerchen-Image zu bedienen? Es ist so, wie es ist. Wir hassen uns und Punkt. Wie Hass wirklich geht, das sehen wir jetzt von Experten. Du sagst mir, ich hätte ein Aufmerksamkeitsproblem. Ich habe ein Aufmerksamkeitsproblem. Schon immer gehabt. Ich? Ja. Richtig. Ja. Zwischendurch haben wir uns schon gesehen. Also ihr habt euch ein Jahr lang immer noch mal wieder gesehen, aber ihr wart nicht zusammen, aber ihr habt miteinander geschlafen. Ja. Dieses angebliche Ex-Paar hat somit viel mehr Intimität als so manches normale Paar. Mein Gott. Um den bei Laune zu halten, muss dem ständig sein Ego und noch was anderes gestreichelt werden. Mein Gott. Ja. Oh, einen Brief. Lena Robin. Nein. Hatte ich jetzt? Das Spiel gewonnen. Vor dem Rauswurf sind sie somit gesichert. Die Zukunft absichern mit ihr versucht er vergeblich immer noch. Das Vergangene ist vergangen. Aber wer sagt denn, dass es nicht sogar noch besser werden kann? Ja, es könnte alles so leicht sein, aber... Er ist nicht reich, er ist nicht sexy und es ist einfach aus die Maus. Liebe Ex-Paare, beim heutigen Gruppenspiel sind starke Nerven, Kraft und Köpfchen gefragt. Ja, somit haben die das Spiel doch schon verloren, oder? Ich bin wie eine kleine Maus. Die sammelt. Und dann... Hä? Was sagte sie vorher nochmal? Wir hassen uns. Entweder haben so einige da drin eine andere Definition von getrennt oder die spielen uns einfach was vor. Ja, gut, Energie raus. Brust angefasst von jetzt. Widerwärtig, ekelhaft, ich finde dafür keine Worte. Die Worte, die jetzt gefunden werden, sind oftmals falsch. Wie nennt man ein kastriertes männliches Rind? Gigi? Kastri. Falsch. Ah. Das ist, was ich meine. Ich brauche Männer und keine Ersatzteile. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Gigi das T-Shirt mit den 250 Euro anhatte, sich im Vorhinein nicht durchgesetzt hat, dass er eine höhere Summe kriegt. Und es werden noch so einige Summen verspielt. Nein! Da steht jetzt drauf? Oh nein! Jerusalem. Falsch. Falscher. Hä? Ja, das hat RTL doch clever gemacht. Ruft ein Preisgeld von 100.000 Euro aus, weiß ja, wie dumm die Kandidaten sind und gibt ihnen dann solche Spiele, damit nachher nur noch 2,50 Euro überbleiben, die RTL berappen muss. Clevere Geschäftsidee. Ich war schon zweimal in der Geburtskirche von Jesus in Bethlehem. In welcher Stadt steht die Freiheitsstatue? Paris. Was? Ja, was soll ich sagen? Dass sie dumm ist, hat sie ja beim ersten Spiel schon zugegeben. Von daher... Du Zombie! Ah! Tschüss! Wie viel haben sie jetzt insgesamt aus dem Fenster von der Brücke geworfen? Damit schrumpft die Gesamtgewinnsumme um weitere 6.000 Euro auf nunmehr 63.000 Euro. Die Frauen haben ganze 5.000 Euro verspielt, die Männer nur 1.000 und konnten 4.000 Euro sichern. Das hat ja alle gefallen. Ja. Alle runter. Es war unmöglich, meine Hände sind gebrochen da oben. Die waren einfach alle grottenschlecht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer
dem hier. Habe ich für mich entschlossen, ich lasse mich nicht fallen. Das okay, ist aber für mich, es geht mir nicht darum, dass du nicht gespürt hast. Panische Angst. Mich hat lange kein Mensch mehr so schockiert, ne? Wer von diesen Insassen schockiert euch am meisten? Und was glaubt ihr, welche Paare sind eigentlich noch zusammen und machen nur eine Show, damit sie in dieser Sendung mitmachen konnten? Kommentieren, abonnieren. Ciao, ragazzi. Ich habe bei Sarah kein gutes Bauchgefühl.